Unsere Zeitreise erzählt heute von Manfred Krug und seinem letzten Auftritt in der DDR. Das war vor 42 Jahren in Wismar. Und aus ganz verschiedenen Gründen wurde das ein unvergessliches Konzert. Es ist sein letztes Konzert. Nur weiß das niemand, nicht mal Manfred Krug selbst. Wir freuen uns ehrlichen Herzens, einmal wieder hier bei Ihnen in Wismar zu sein. Wir freuen uns, dass wir hier oben hoch droben im Norden einmal wieder bei Ihnen sind. Schwierig hatte sich gestaltet, dass wir ohne Blitz hantieren mussten. Bühnenbild war im Prinzip dunkel. Manfred Krug als im Spotlicht, weißes Hemd. Und das hat dann natürlich auch die Möglichkeiten stark eingegrenzt. I gave so much love to this love, it was the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. Dass es jetzt das letzte Konzert werden sollte, das hat ja keiner gewusst oder geahnt. Wir haben alle gedacht, es geht weiter. Charismatisch, berühmt, unübersehbar. Manfred Krug ist populär und das nutzt er politisch. Er kritisiert SED-Funktionäre, die Entwicklungen in der DDR. Öffentlich auch bei der Biermann-Petition. Ein Aufruf gegen die Ausbürgerung des unbequemen Dichters. Unterzeichnet von Autoren und Schauspielern. Auch von Manfred Krug. Die Folge? Jedes Konzert wird intensiv mitgehört. So, und das war alles ein bisschen für uns nicht schön. Es war alles sehr eigenartig, die ganze Situation und die. Ja. Es wurde manchmal nicht geklatscht in den ersten Reihen. Da waren Leute drin, die man darin gesetzt hat, auch von der FDJ teilweise. Und wie man dann später gemerkt hat, viele Stasi-Leute eben. Ne? Allein in Wismar sind es 100 Spitzel, jeder fünfte Konzertbesucher. Die Staatssicherheit berichtet über seine öffentlichen Auftritte, sein Privatleben, seine Familie. Aus den Stasi-Berichten liest Krugs Tochter Fanny. Veranstaltung mit Manfred Krug und dem Günther Fischer Quintett am 12.04.1977 im Theater Wismar. Krug trat in der bekannten lässigen Art auf, in den gesprochenen Überleitungen zwischen den einzelnen Titeln, bei der Begrüßung und so weiter, verteilte er eine Reihe von politischen Spitzen, die zumeist weniger in direkter Form als vielmehr in Zweideutigkeiten zum Ausdruck gebracht wurden. Frech eigentlich mit seinen Äußerungen, wo wir uns beinahe erschrocken haben, aber was uns sehr gefallen hat, die kleinen Spitzen. Ja, es war, ja, es gab, ich kann mich jetzt erinnern wieder, eine Bemerkung, da ging es um den Chef der Konzert- und Gastspieldirektion Rostock. Dem wir seit 2 Jahren verzweifelt immer wieder schreiben, dass es uns gibt. Das ist den Leuten völlig gleichgültig. Die haben uns seit 2 Jahren nicht mal eine Karte geschickt. Sowas wie, also wir haben im Moment keine Zeit oder keine Lust oder sowas. Sie haben einfach gar nicht reagiert und das ist natürlich ein bisschen bedauerlich für diejenigen Leute unter Ihnen, die meinen, wir sollten ruhig gelegentlich mal vorbeigucken. Da wurde gar nicht darauf reagiert. Und da hatte er gesagt, naja, heute haben wir ja wirklich mal wenigstens einen Fachmann sitzen haben, Herr Kaltofen. Und seine Rede hat sich dann für uns so gestaltet, dass wir das Gefühl hatten, sie holen ihn von der Bühne. Das geschieht nicht. Doch die gezielte Überwachung zermürbt ihn. Eine Woche später stellt Krug einen Ausreiseantrag. Das Konzert in Wismar ist das letzte in der DDR. Also
Wir haben ja dann auf immer keinen Kontakt mehr gehabt. Nach dem Konzert sind wir alle so auseinandergerannt irgendwie, weil da war ja nichts mehr. Und ich habe es dann bloß aus dem Fernsehen nachher später mitgekriegt, wo man dann gesehen hat, wie er da rüber ist. Und da steht einer zum Interview da an der Brücke da. Ich weiß nicht, wann das war, hier in Bornholmer oder irgendwo, weiß ich nicht, wo das war. Wo er ja von der Presse da in Empfang genommen wurde. Was haben Sie eigentlich heute zurückgelassen? Die DDR. Das waren die Leute, das Publikum. Und ich glaube, da gab es eine ziemlich besondere Beziehung zwischen dem Publikum in der DDR und mir. Ein paar persönliche Freunde, Verwandte, liebe Leute. Werden Sie Sehnsucht haben? Okay. Ja. Zu Ende. Also, was am stärksten in Erinnerung bleibt, ist für mich der Mut, mit dem Manfred Krug hier aufgetreten ist. Und mit Ihnen war's wunderschön. Wir alle sagen Ihnen Danke. Und am 13. April, also in knapp zwei Wochen, gibt es übrigens im Theater in Wismar ein Erinnerungskonzert für Manfred Krug.